Ja, liebe Zuschauer, jetzt bin ich hier in Hude bei Rose Optik und neben mir oder mir gegenüber sitzt Frau Sarah Hochheiden. Sie ist die Eigentümerin. Sie haben noch in Buckelsberg auch noch einen Laden? Ja, seit 2 Jahren habe ich dort ein Geschäft und seit Januar jetzt auch hier in Hude. Wie läuft es denn hier so an? Bisher ganz zufriedenstellend. Die Kunden nehmen das ganz gerne an. Wenn ich jetzt herkomme, wo wird meine Brille denn gefertigt? Oder meine Kontaktlinsen? Also hergestellt werden die Brillengläser oder die Kontaktlinsen fast ausschließlich hier in Deutschland. Also ich habe fast nur deutsche Lieferanten. Und das Schleifen der Brillengläser wird hier in der Werkstatt eben halt gemacht. Da haben wir extra CNC-Automaten und alles dauert. Und dann wird das selber hier noch von Hand eingepasst. Und wie schaffen Sie so diesen perfekten Durchblick? Es hat verschiedene Aspekte. Wenn der Kunde jetzt kommt, dann wird erstmal natürlich eine individuelle Sehstärkenbestimmung gemacht. Danach setzen wir uns ein bisschen zusammen und trinken mal eine Tasse Kaffee erstmal, suchen dann gemeinsam die Brille aus. Dann haben wir verschiedene Messgeräte halt auch noch, wie ein Videozentriersystem, wo dann verschiedene Parameter von der Brille mit aufgenommen werden, wie die Brille im Gesicht sitzt. Und danach werden die Gläser dann ganz, ganz individuell gefertigt. Also das heißt, wenn ich als Kunde herkomme, fühle ich mich hier auch so ein bisschen zu Hause, weil Sie sagten gerade, wir trinken Kaffee zusammen, wird erstmal Smalltalk gemacht. Das ist auch das Ziel, weil irgendwo besteht ja auch so eine Vertrauensbasis zwischen Kunde und uns. Es geht nicht nur um das Design, sondern auch um die Augengesundheit. Und jetzt habe ich hier Daniela Kopetzki. Sie sind Augenoptikermeisterin. Ist das richtig? Ja, genau, das ist richtig. Was ist das hier für ein Gerät? Ja, mit diesem Gerät überprüfen wir die Sehstärke, die der Kunde benötigt. Zusammen mit dem Kunden erstellen wir ein ganz individuelles Sehprofil nach seinen Bedürfnissen. Welche Dienstleistungen bieten Sie hier noch an? Ja, also wir machen hier im Geschäft einmal die Augenüberprüfung und außerdem haben wir auch die Kontaktlinsenanpassung, die wir nochmal etwas spezieller forcieren mit dem Gerät hier vorne. Messen wir mit über 10.000 Punkten die Oberfläche vom Auge aus und können danach ganz individuell die Kontaktlinsen anpassen. Außerdem bieten wir hier Uhrenbatterienwechsel an, Armbänder wechseln wir aus, genau. Was gibt es im Moment für Neuigkeiten? Ja, wir haben jetzt gerade ganz neu Job-Brillen im Programm, sowie Brillen, Sonnenbrillen von Liebeskind. Das ist so das Neue. Bilden Sie auch aus? Ja, wir haben eine Auszubildende in unserer Filiale in Buckholzberg, die befindet sich gerade im ersten Lehrjahr. Wenn ich mir jetzt diesen Platz hier so ansehe, da kriegen ja viele Leute Angst hier. Was passiert im Genauen eigentlich hier, wenn man eine Vermessung oder eine Sehstärkenmessung vornimmt? Ja, da braucht keine Angst haben. Wir gucken uns mit dem Kunden ganz genau an, wie sehen die individuellen Sehbedürfnisse aus, in welchen Entfernungen wird gearbeitet und danach messen wir dann ganz exakt die Stärke aus. Jetzt brauche ich ja eine Lesebrille. Sowas geht auch, machen Sie auch? Ja, natürlich. Das ist natürlich im Sehtest mit inbegriffen. Zuerst wird die Stärke für die Ferne ermittelt und dann anschließend für die Nähe und dann können wir unsere Empfehlung aussprechen, welche Brille denn nun wirklich die allerbeste ist. So, jetzt aus dem Stehgreif, ohne eine Vermessung durchgenommen zu haben. Ich brauche wirklich nur eine Brille zum Lesen. Zu was für einer Brille würden Sie mir raten? Ja, wenn Sie die wirklich nur zum Lesen aufsetzen, dann würde ich Ihnen wahrscheinlich zu einer reinen Lesebrille raten, die man auch eher vielleicht etwas tiefer schieben kann, damit Sie dann auch den freien Blick in die Ferne haben.